Herzlich willkommen zu meinem Videotutorial. Heute möchte ich euch Näheres über das Viereck-Rechteck erzählen und euch erklären, wie man ein Rechteck ABCD richtig und am einfachsten konstruiert. Als erstes möchte ich euch einmal die wichtigsten Eigenschaften des Rechtecks erzählen. Die gegenüberliegenden Seiten eines Rechtecks sind parallel und gleich lang. Des Weiteren hat ein Rechteck vier rechte Winkel. Wie man ein Viereck richtig beschriftet, habt ihr bereits im letzten Video gesehen. Am einfachsten ist es, wenn man das A immer links unten hinschreibt, wenn nichts anderes gegeben ist. Dann beschriftet man ein Rechteck bzw. Dreieck immer gegen den Uhrzeigersinn. Die Seiten werden bei einem Viereck immer auch gegen den Uhrzeigersinn neben dem Punkt hingeschrieben und die Diagonalen nennt man wiederum E und F. Da die beiden gleich groß sind, ist es wieder völlig egal, ob hier F ist und hier E oder das D und das D kann man auch D nennen. Okay, kommen wir nun zur ersten Aufgabe. Wir haben gegeben, dass die Seite A 6 cm lang ist und die Seite E 7 cm. Als erstes, eigentlich ist es wichtig, aber als erstes, um das zu vereinfachen, macht ihr einfach mal eine Skizze. So, beschriftet es. So, A hat 6 cm. Da wir wissen, dass die gegenüberliegenden Seiten gleich lang sind, wissen wir auch, dass C 6 cm lang ist. Also haben wir A und C gleichzeitig gegeben. So, dann haben wir noch E gegeben. E ist genauso lang wie F. Also haben wir E und F gegeben. Zunächst zeichnen wir die Strecke A, also 6 cm. Dann haben wir Strecke A schon mal geschafft. Als nächstes legen wir das Geodreieck an das Ende der Strecke A an und zeichnen in Anführungsstrichen eine unendlich lange Linie. So. Als nächstes nehmt ihr einen Zirkel und misst den Radius 7 cm aus. Wie ihr das macht, ist mir oder ist egal. Hauptsache ihr habt am Schluss den Radius 7 cm. So, ist jetzt eingestellt. Dann sticht ihr hier mit der Nadel ein und macht hier einen Strich. Anschließend verbindet ihr das Ganze mit dem Geodreieck. Und schon haben wir Strecke E. Also das ist A. Und von da bis da wäre das B. So, jetzt sehen wir hier ein Dreieck schon mal. Es gibt natürlich verschiedene Dreieckskonstruktionstypen. Das wäre jetzt der Konstruktionstyp SSS, also Seite, Seite, Seite. Aber dazu komme ich dann wahrscheinlich in einem nächsten Tutorial. Um das Rechteck zu vollenden, messen wir einfach das hier ab. Das wären 3,7 cm. Und da ein Rechteck bzw. Quadrat einen rechten Winkel hat, legen wir hier einen rechten Winkel an und zeichnen die Strecke 3,7 cm nach oben. Zum Schluss verbinden wir dann noch diese beiden Linien, haben hier D, hier C. Dann hier Punkt
A, hier B, C und hier D. Da wir wissen, dass E genauso lang ist wie F, verbinden wir die Strecke BD zu einer Strecke F. Sieht das Rechteck bei euch so aus? Habt ihr alles richtig gemacht? Wenn das Rechteck bei euch anders aussieht, guckt euch das Video doch einfach nochmal an. Ich bin sicher, dass ihr den Fehler finden werdet. Das war jetzt mein kleines Video zum Thema Rechteck konstruieren. Bitte gebt mir ein kleines Feedback in die Kommentare, wie ich das Video gemacht habe. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!